Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Call Jane. Worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um Joy, gespielt von Elizabeth Banks, die man zum Beispiel aus Tribute von Panem und aus Pitch Perfect kennt, und ihren Mann Will, gespielt von Chris Messina, den man zum Beispiel aus Daniel Fahrstuhl zur Hölle kennt. Diese beiden erwarten ein Kind. Was sie aber nicht wissen, dass es dort ein paar Komplikationen gibt. Und als sie es herausfinden, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als eine Abtreibung zu machen. Und da der Film in den 1968er Jahren spielt, ist das noch eine Straftat. Somit machen die sich auf zu den Ärzten, um das Krankenhaus dazu zu bewegen, dass die Ärzte zustimmen, dass diese Abtreibung medizinisch notwendig ist, was die Ärzte aber ablehnen, weil, ja, es war damals, musste halt damals wohl so gewesen sein. Ja, das Kind wird ja gesund auf die Welt kommen. Wenn die Mutter dann stirbt, dann scheißegal. So muss es wohl damals gewesen sein. Und ja, was machen sie? Sie versuchen natürlich, alles in Bewegung zu setzen, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das Kind abzutreiben, auf mehr oder weniger legalen Wege. Über Umwege bekommt Joy die Nummer von einer Jane. Jane ist aber keine Person, sondern eine, ja, sagen wir es mal, Untergrundorganisation, die Frauen hilft, die abtreiben wollen, obwohl es rechtlich nicht möglich ist. Und die Anführerin wird von Sigourney Weaver gespielt. Kennt man natürlich aus Ghostbusters oder Avatar und zig anderen guten Filmen. Und ja, die haben einen Arzt in der Hinterhand, der illegalerweise die Abtreibung durchführt. Und Joy nimmt immer mehr Kontakt zu dieser Organisation auf und beginnt sich immer mehr dafür zu interessieren, wie die das machen, wie die Strukturen sind und so weiter und so fort. Aber die Frauen haben alle ein Problem, da so eine Abtreibung $600 kostet, was wohl zu den 1968 wohl richtig viel Geld gewesen sein muss. Sich das die Frauen nicht alle leisten können, versucht Joy, denen irgendwie zu helfen. Ja. So kann man das zusammenfassen, und ich muss sagen, also der Film muss wohl einen realen Hintergrund haben, und es ist ja auch heute teilweise in manchen Ländern eine Straftat, eine Abtreibung zu machen. Und ich muss sagen, der Film ist echt gut. Der Film macht genau das, was er machen soll. Er ist interessant, er hat unterschiedliche Erzähltempos. Mal ein bisschen langsamer, mal wieder ein bisschen schneller, dann passiert mal wieder ein bisschen mehr. Ja, das ist gut. Und Sigourney Weaver dabei, das ist eigentlich, ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Die Frau ist absolut Gold wert und die hat auch in ihrem Alter nichts verlernt. Was man natürlich sagen muss, also, der Film hat auch nicht nur, sag ich jetzt mal, dramatische und ernste Momente. Zwischendurch gibt es auch mal ein bisschen was zu lachen, was die ganze Stimmung ein bisschen auflockert und alles. Aber es ist echt gut gemacht. Man kann sich echt gut in die Charaktere hineinversetzen. Man kann das so nachempfinden, wie das wohl damals gewesen sein muss. Nicht erwischt zu werden, nicht irgendwie aufzufallen, vernünftig versuchen, die Strukturen aufrechtzuerhalten, und natürlich brauchen die auch natürlich ein mögliches an Equipment. Das muss natürlich auch irgendwie beschafft werden, ohne dass das irgendwie auffällt und so weiter und so fort. Also da muss ich sagen, echt, also der Film hat mich positiv überrascht. Ich bin komplett ohne Erwartung reingegangen. Ich habe mich noch nicht mal um den Film groß informiert, um da komplett, sage ich jetzt mal, unvoreingenommen reinzugehen, und ich muss sagen, der Film hat sich wirklich gelohnt. Also wer mal ein bisschen was braucht, wo man so einen reellen Hintergrund hat, wo man sich in Charaktere hineinversetzen muss, wo es keine Explosion oder irgend so einen Scheiß gibt, sondern wirklich normale
Alltagssituation, sagen wir es mal so. Und ja, also da muss ich sagen, der Film hat mich positiv überrascht und ich kann sagen, schaut euch den Film an, wenn ihr dem Genre zugehörig euch fühlt. Welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, der Film hat mich echt umgehauen. Positiv. Der Film hat gute Charaktere, der Film hat einen guten Cast, der Film hat eine gute Story, wo man sich wirklich hineinversetzen kann. Und ja, also da bleibt mir für den Film nichts anderes, als zwischen 4 und 5 Totenköpfen zu geben, weil der Film wirklich richtig Spaß macht. Beziehungsweise man kann bei dem Film sich richtig mit den Charakteren hineinversetzen. Ja, das war die Filmbewertung für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis demnächst.